Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Part von Terraria. Ah, Mamma Mia! Und ich wollte gerade schon eine Aufnahme starten, aber mir ist ein kleiner Fail passiert, ja. Anfang der Aufnahme bei Terraria ist immer ein kleiner Fail. Und zwar, ich hatte keine Startleiste hier oben, ich hatte keinen Cursor hier, der angezeigt wird. Ich hatte hier auch kein Leben angezeigt, also das komplette Interface war weg. Ich konnte auch nicht mein Inventar und so weiter öffnen. Und deswegen, keine Ahnung, war vorhin ein bisschen Krüppel angesagt. Aber jetzt funktioniert wieder alles und ich kann fröhlich weiter aufnehmen. Und wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Hier? Glaube ich eher weniger, dass wir hier stehen geblieben sind. Oh. Weil das hier doch noch so ein bisschen... Naja... Obwohl... Ach nee, wir haben da unten die ganze Höhle schon erkundet, aber da war ja nichts. Genau, genau. Wir können ja mal in eine andere Höhle reingehen. So. So funktioniert das. Und nichts anders. Und hoch mit mir. So, Tür auf, Tür zu. Das macht gar keine Mühe. Ach, das... Nee, das ist jetzt doof. Ich muss das jetzt mal anders anordnen, bevor ich mich dann noch ständig und 3 Tage mit diesem scheiß Bogen verklicke. Das geht ja gar nicht. Also, da könnt ihr mir verklickern, was ihr wollt, aber der Bogen muss woanders hin. Mist. Jetzt kann ich die Taube nicht mehr erwischen, oder? Nee, das schaffe ich nicht mehr. Schade eigentlich. Okay, so. Oh, zieht wieder zurück. Ja! Ich bin der Beste! Ich habe die dumme Taube erledigt! Wie weit war ich denn hier? Weit drinne in der Höhle. Anscheinend schon komplett durch. Soll uns ja nicht... Ach komm, nee, wir haben noch kein Eisen. Wir können auch keine Kiste bauen. Ich weiß nicht, ob ich um... Was? Wie? Was? Wie habe ich Schaden bekommen? Ach, ich bin wahrscheinlich durch so einen Dornbusch gelaufen, natürlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier jetzt schon sein sollte. Ich glaube eher weniger. Ja, komm, verpiss dich. Verpiss euch alle. Ey, ich verliere meine... Oh Gott, ich spiele auf Medium Call. Oh Gott. Verpiss euch alle! Oh, Sicherheit. Puh. Safety first und so weiter hier. Alter. Und ich hätte da, glaube ich, all mein... Also ich hätte da all meine Sachen verloren, weil ich spiele auf Medium Core, weil ich ja nicht ganz so eine Pussy bin. So, hier sind mir doch zu viele blaue Slimes. Aua. Selbst allein schon gegen die zu kämpfen ist schon schwierig. Weil ich ja, wie gesagt, nicht der größte Pro bin. Aber das soll sich ja im Laufe des Let's Plays ja auch ändern. Okay. Jetzt ging es eigentlich hier in die Höhle rein. Ich kann ja hier mal ein bisschen die Ranken wegmachen. Die stören mich sowieso immer. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier wirklich... Ach, komm. Hier, bau ab. Ah, die Höhle ist so eng. So eng, eng. Und die wird immer enger und enger, habe ich das Gefühl. Mensch. Und deswegen hat man früher mal die kleinen Kinder in die Höhlen reingeschickt. Ja, weil die da durchpassen. Also ich meine jetzt zu Zeiten der Industrialisierung, nicht irgendwie so, keine Ahnung. Vor Jahrmillionen. Aber hier sind auch nur Steine und so weiter, ne? Ach, es schneit draußen, ah. Da hat mich auch irgendwer drauf angeschrieben, warum es denn schneit. Ich habe da irgendwie nicht so ganz verstanden. Schneien tut es doch. Eigentlich immer. Was ist das hier denn für ein Stein? Das ist Stein, oder? Was ist das hier denn für ein Stein? Das ist Stein. Ich meine, was ist das denn für ein Block? Ah, hier drin ist sowieso nichts. Ich werde niemals Kupfer finden. Aber ich werde niemals aufgeben. Irgendwann werde ich Kupfer finden. Und dann ist meine Zeit gekommen. Aua. Aber vorerst muss... Alter. Aber vorerst muss ja natürlich noch ein bisschen rumgesprungen werden und eine Höhle gesucht werden. Ja, ich muss mich vielleicht tatsächlich mal runterbuddeln. Muss ich mal gucken. Ich gucke noch mal ein bisschen links von meinem Haus, ob da noch irgendwelche interessanten Höhlen sind. Aber ich
denke eher weniger. Ich weiß auch schon gar nicht, ob ich da war, weil es ist immer ja so ein großer Zeitraum zwischen den, ja, also wann ich mal die Terraria Map spiele. Oh. Okay. Aber da unten ist ja so ein Pot, da können wir ja mal ein bisschen. Oh, nichts drin. Glaube ich zumindest. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber, ich habe nichts bekommen. Naja, also das Let's Play hat hier ganz viel mit Glauben und so weiter zu tun. Ist praktisch eine Kirche 2.0. Ja. Wieso ist denn. Alter, scheiß Blöcke, ne? Unglaublich. So, ja! Heiltrank und Pfeile habe ich noch bekommen. Nice, 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 nice. Das gefällt dem Expeditionsauge doch. So, mal gucken. Oh. Oh. Ja, sieht sehr modern aus. Das, sowas nennt man moderne Kunst. Ich kann ja das platzieren, genau. Was ich vor. Ah. Was ich vor allen Dingen auch haben will, ist ein bisschen Eisen. Weil Eisen, damit kann ich dann schön ein paar kleine süße Items einlagern. So. Und ihr seht ja, was mit süßen Sachen passiert. Die sterben. Wie dieser Hase. Oh, hallo Kiste. Grenade? I catch a grenade for you. Guarding Eglet. Kann ich das irgendwie ausrüsten? Jo, kann ich sogar. Plus 2 Defense. Cool. Eisen auch noch. Wooden Arrows? Ah ne, da habe ich. Ne, Arrows habe ich keine normalen mehr. Okay. Egal. Swiftness Potion. Klingt auch sehr geil. Das macht einen, glaube ich, schneller. Und Silver Coins. Mehr als genug. Und ich kann die Kiste sogar noch abbauen. Cool. Damit wäre die Mission. Dass ich eigentlich. Also, was ich eigentlich erreichen wollte. So Kiste und Eisen. Ja, schon halb geschafft. So. Piss dich, genau. Jetzt muss ich hier runter irgendwie. So. Das muss auch noch weg. Soll hier alles immer schön aussehen. Ach, scheiß Bogen. Verschieß mal nur meine ganzen Pfeile. So, alles weg hier machen. Weg, 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 weg. Oh, ein Herzchen. Und dort sich auch schon Hupfer. Juhu. Ist nun die Frage eben halt, wie viel da ist. Naja. Sieht nach ein bisschen was aus jetzt, aber ich meine, jetzt ist nicht so die übertriebene Menge. Also da mehr zu haben, ist schon besser. Wobei mehr ja immer besser ist. Also nicht das Meer im Sinne von, der Ozean. So. Zerstören, zerstören. Weil ich es kann. So, Fackel da an den Rand. Hier wieder ein paar Vasen kaputt machen. So mache ich das auch immer zu Hause. Und euch kann ich das auch nur empfehlen. Ist wunderschön, alles zu Hause kaputt zu machen. Fließe Wasser! Hey, das fließt gar nicht runter. Ah, jetzt tut's das. Muss man immer selber alles machen, ne? So, das noch weg. Da oben dran. Also ich muss sagen, hier geht es ja schon tiefer runter. So. Auf zum Kupfer! Auf zum Atem! Ah. Das Kupfer macht mich ein bisschen glücklich, muss ich sagen. Oh, Kupferwerkzeuge! Was habe ich denn bisher? Kupfer, 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 Wooden. Ja gut, ne? Ich meine, ich habe größtenteils jetzt schon Kupfer, aber vielleicht mit ein wenig Glück kann ich mir auch eine Rüstung irgendwann machen. Was natürlich sau episch wäre. So, das noch. Das noch. Oh. Geht die Vase einfach kaputt, wenn ich da eine Fackel hinsetze. Hier sind aber auch viele Vasen, ne? Das kann man ja nicht leugnen. So, Wasser fließe wieder. Fließe, fließe, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe. Also ich finde hier aber geile Sachen in den Vasen. Also finde ich jetzt so. Das würde ich jetzt so als Laie die Situation so beurteilen. Okay, hier.